So, liebe Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part Pokémon Blattgrün Armageddon Edition. Und ich habe trainiert. Ich werde euch mal das Team zeigen. Farida Bang, Level 16, ups, hat Bodycheck gelernt. Le Bodycheck. Dann haben wir noch der Göre, Level 15, hat Kratzvogel gelernt. Wollte sich entwickeln, hab's aber nicht entwickeln lassen, damit ihr die Entwicklung noch live miterlebt. Und dann haben wir hier noch unser gutes altes Italiano, was Flügelschlag gelernt hat. Unser gutes altes Eggwoman, Dr. Eggwoman. Enzo hat natürlich nochmal ein AP Plus für uns geklaut gehabt. Finde ich ganz gut. Und wir begeben uns jetzt erstmal auf, keine Ahnung, auf Suche. Ich weiß nicht, was die ganzen Trainer und, oder allgemein Leute uns hier geben. Okay, Rocco. Genau, erste Arena. Leute, wir sind bald der ersten Arena. Und das wird saugeil. Das wird echt saugeil. So, hier noch ein Item irgendwo. Ich denke mal nicht, oder? Nö. Das wird saugeil. Weil die Arena-Leiter in solche Modifikationen sind immer wichtig. Und nein, nein, nein. Ah, fuck. Dieser kleine möchte gern. Ich helfe allen Leuten. Kerl. Zeigt uns jetzt, wie es hier zum Museum geht. Aber dem Museum werden wir jetzt keinen Besuch abstatten, weil es im Museum eigentlich nichts gibt, was uns interessiert. Nidoran. Eieiei. Okay, okay. Bla bla bla. Labert sich voll. Kunde. Hier ist auch nichts. Ja, okay. Dann können wir uns eigentlich schon mal in die Arena begeben. Doch vorher werden wir uns noch mit Nahrungen, Tränken, Proteinen, mit Kreatin, mit allen drum und dran werden wir uns hier ausrüsten. Pokebälle. Kaufe ich mir 7 Stück von. So, noch einen. Da haben wir 10. Tränke haben wir schon 6 Stück. Ein Vierter kann nicht schaden. Also 4 weitere. Gegengift. Hau ich auch mal 4 rein. Paraheiler. 3. Moment. Feuerheiler reicht eigentlich einer. Und Aufweger 2-mal. In dem Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Und damit geht's auch in die erste Arena. Wir lassen einfach mal unser gutes altes Farida Bang vorne. Duda, was hast du sagen? Größtes Folgen sollen die Bibi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Na egal. Arena-Leiter Rocco, der Stein hat Pokémon-Trainer. Lasst euch davon nichts vormachen, er hat einen anderen Namen. So, hallo. Sieht aus, als hättest du das Zeug zum Pokémon-Trainer, okay. Bla 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 bla. Mario City, Pokémon-Arena, bisherige Sieger, haftmännlich. Gefährlich. Also, der einzige erste Trainer hier in dieser Arena. Ich bin mal gespannt, was der so alles einsetzen wird. Dick da auf Level 22. Okay. Bodycheck und Bodycheck wird jetzt daneben gehen. Er setzt Schaufler ein, wird jetzt ein Schutzschild ein, damit Schaufler daneben geht und er somit Schaufler umsonst eingesetzt hat. Er setzt wieder Schaufler ein. Wir benutzen wieder Schutzschild. Also ein immer wiederkehrendes Spiel, also ganz simpel. So, jetzt ist er oder sie, nee, es war er, genau. Oder doch eine Transe? Ich meine, wer Hangover 2 geguckt hat, weiß, was ich meine. Fuck. Was macht der Typ da? Ich will mich jetzt auch definitiv nicht treffen lassen. Tansa soll mal diesen Kampf gewinnen. Sorry, ich meine Farida Bang. Farida Bang. So, komm, mach mal keine Miesen, komm. Jetzt lass dich endlich treffen, du Ficker. Intensität 7 sollte uns nicht viel Schaden anrichten. Nö. Bodycheck trifft aber natürlich nicht. So, Intensität 8 sollte uns auch nicht so viel Schaden anrichten. Nein, Bodycheck. Ei, selbst K.O. Ah, fick dich doch, Farida Bang. Deine Meh. Meine Güte. Und ja, deine Meh. Damit meine ich seine Mutter. So. Leertaste zum Speeden. Zum Pokécenter. Hier gibt es eigentlich nichts Wichtiges. Nö. Und ich bin mal gespannt. Womit sollen wir anfangen? Ich weiß ja nicht, womit der Arena anfangen wird. Deswegen schiebe ich einfach mal Enzo rein. Und ja. Jetzt, Na, Breaker! Meine Devise ist, Pokémon einzusetzen, mit der ich deshalb auch nicht ich jetzt super mit meinem Super. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Okay, Arena-Leiter Nase oder was? Arena-Leiter Nase. 3 Pokémon. Nase geht. Oh, welch Wunder.
Welch Wunder. Ja gut, Karate Schlag. Okay. Das wird in der Tat böse. So, erstmal Hypnose, um das Nasgehen einzuschläfern. Breaker sollte man ehrlich gesagt auch einschläfern. Wobei, nee, Breaker ist ja schon eingeschläfert. Alter Schwede, Egelsandhöf. So. Haben wir schon mal den ersten kleinen Bonus in diesem Spiel. Und sonst setzen wir nochmal den Reflektor ab. Für den Fall der Fälle. Wir wissen ja nicht, was er einsetzt. Erdbeben, was kaum Schaden macht. Krasser Scheiß. Donnerschlag. Puh. Diese Edition wird noch in der Tat ziemlich komplex. Wir haben jetzt Glück, dass wir mit Dr. Eggwoman ein Pokémon draußen haben, gegen was Nasgeht jetzt nichts tun kann. Ich meine, Karateschlag. Nö. Erdbeben. Nö. Und Donnerschlag jetzt auch nö. Was hat's noch? Keine Ahnung. Egal. Wir setzen schön unsere kleinen Eierchen ein. Also von Dr. Eggwoman. Sie hat ja kleine Eier. Naja. Vergessen wir es. Heilt er auf? Nein. Zu meinem Erstaunen heilt sie oder er. Breaker. Was ist Breaker eigentlich? Ah ja, Breaker ist ja. Okay. Kein Problem, Breaker ist ein Typ. Und mich erstaunt es wirklich, dass Erdbeben auf Nasgeht so wenig Schaden macht. Naja, okay, wir sind auch ein Level höher und. Oh fuck. Octillery. Das ist böse, weil Octillery. Das kann. Schwertanz? Junge. Gut, dass wir es eingeschläfert haben. Egelsam ist jetzt auch wieder draußen. Also, ich muss sagen, die Egelsam-Kombi ist jetzt bisher ziemlich geil. So, können wir mal Staccato einsetzen. Ich glaube, Reflektor wert noch eine Runde. Bin ich mir nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil Reflektor muss jetzt auf jeden Fall oben sein. Überstrahl! Was zum Teufel? Gut. Farida Bang. Ich meine, wir haben ja noch unseren Egelsam draußen. Das macht mich ziemlich zuversichtlich. So, Bodycheck. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, was sie einsetzen. Wir setzen einfach mal Schutzschild ein. Auch wenn sie jetzt aufhält. Oh, halt sie nicht auf. Da hat ja auch jemand vergessen, Tränke einzubauen. So, dafür kommt jetzt der Hyperstrahl und killt uns. Ja, gut. Ne, ich will lieber erstmal Italiano draußen haben. So, das Octillery ist down und jetzt kommt es wirklich drauf an, was. Level up erstmal. Ja, sehr gut. Traumato, okay. Breaker, Traumato, Schlafnase, versteht ihr? Hahaha, ich finde das lustig. So, und das. Ich wollte gerade sagen, dass das Traumato jetzt nicht mehr so viele Schwierigkeiten bereiten wird. Ich glaube, wir sind so oder so schneller. Also Katzfu. Fuck. Wir haben gegen Breaker verloren. Leute, wir haben gegen Breaker verloren. Gegen ZZ, Breaker, ZZ die Nase. Eieiei. Ja, okay. Ich habe da schon einen Plan. Sie wissen ja jetzt, mit was er anfängt. Sie. So, Farida Bang an zweiter Stelle. Das ist jetzt immer so eine Sache. Also Tränke setzt sie nicht ein. Das ist schon mal sehr gut für uns. Wenn sie jetzt auch... Wenn er... Sorry, warum sage ich sie? Egal. Wenn er jetzt auch noch Tränke einsetzen würde, dann wäre das wirklich ziemlich, ziemlich krass. Und das ist ein wildes Pokémon, da kann ich eigentlich spielen. Bam. Ja gut, Takoro macht den Ding mal alle. Weil dann erreicht Takoro Level 16 und Level 16 heißt, es entwickelt sich und damit hätten wir wieder einen kleinen Vorteil für diesen Arena-Leiterkampf. Das wird ziemlich genial. So, erstmal hier, Takoro entwickelt sich. Takoro. Und ich rede ja ohne Punkt und Komma. Was ist da los? So, erstmal ein wunderschönes Visenior. Gucken wir uns direkt mal die Statuswerte von an. Ziemlich ausgeglichen. Hohe Initiative. Und damit sollten wir, glaube ich, jetzt wirklich schneller als Traumato sein.
Wenn nicht, dann ist es wirklich ein riesengroßer Fail. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das gut hinkriegen. Gegen Nase, jetzt beim zweiten Versuch. Ich meine, wir wissen ja jetzt, womit er startet. Wir haben den perfekten Konter gegen seinen Nasgnet. Nasgnet. Und... ich wundere mich, wie Haftbefehl das geschafft hat. Meine Devise ist, Pokémon einzusetzen mit einer nasigen Stimme. Nee, mit einer Nase. Deshalb ohne ich dich jetzt mit meiner Super... willst du es mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Ja, die Texte sind leider ein bisschen abgeschnitten. Kein Problem, sind immer lustig. Geil. Also gefällt mir auf jeden Fall. Break als erster Arena-Leiter. Genial. Nasgnet. Egelsam. So, klappt bis jetzt alles wie am Schnürchen. Nur das Octillery, das lässt mich nicht in Ruhe schlafen. Und wann lernt endlich dieses dumme Eggwoman eine Pflanzen- oder Psycho-Attacke, die auch Schaden macht? Oh, Breaker, schlaf doch noch weiter, Mann. Das Wochenende, du musst nicht arbeiten. Meine Güte, komm, Hypnose. Breaker setzt Schnarschnar sein. Und der Grund, warum nennen wir Breaker überhaupt immer Nase? Oder warum ich nenne ihn so? Ja, Breaker hat halt so eine richtig elegante, schön nasige Stimme. Ja, er spricht einfach aus der Nase. Während andere Menschen aus der Seele sprechen. Also jemand aus der Seele sprechen, spricht Breaker jemanden aus der Nase. Aber auch wenn ich ihn ziemlich, also wenn ich ziemlich oft über ihn herziehe, Breaker ist wirklich ein herzenslieber Mensch, Leute. Das weiß ich jetzt langsam. Aus längeren Konversationen mit ihm. Mehr oder weniger sinnvoll. Dr. Eggman hat 18, by the way. Also ein ziemlich netter Kerl, ziemlich lieber Kerl. Und, oh, Octillery setzt wieder Schwertanz ein. Wir treffen mich mit Mose. Déjà-vu-Erlebnis? Hatten wir nicht schon mal so eine Situation gehabt? Egelsam trifft schon wieder, sehr gut. Und ja. Naja, versuchen wir einfach mit Staccato. Oh, Octazooka. Ne, Octazooka. Octazooka? Oder Octazooka, genau. Man sagt ja auch Bazooka. Na egal. Octazooka. Ah, verdammt, Genauigkeit sinkt. Und Hypnose trifft immer noch. Wow. Sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. So, Octillery schläft noch. So, Italiano. Tun wir einfach mal rein. Weil ich die Octillery jetzt mit Italiano Schnelligkeit jetzt so schnell wie möglich beiseite räumen will, muss. Fuck. Egal. Der Italiener ist down. Dafür haben wir noch unser wunderschönes Dr. Eggwoman. Und sauer. Octillery ist down. Dr. Eggwoman 600 Erfahrungspunkte. Also Dr. Eggwoman geht ja richtig ab. So, Hypnose, geh schlaf. Ah, Insomnia. Das hatte ich in der Tat vergessen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass Egelsam trifft. Sehr gut, sehr gut. Und oh! Meine Eier gehen schlafen. Fuck, ich bin impotent. Nein! Boah, shit. Ich könnte ihn jetzt jedoch auch ausstallen. Wobei, nee, brauche ich nicht. Edits, Staccato, also. Dr. Eggwoman macht das ja jetzt gerade wie im Klacks. Also die Herausforderung in der Arena habe ich mir da schon ein klein wenig härter vorgestellt. So, Staccato, Staccato. Oh, nochmal Hypnose, wir gehen pennen. Okay, okay, okay. Komm. Jetzt können wir eigentlich schön gechillt uns hinlegen. Ja. Jetzt ist die Frage. Ich lasse einfach mal einen Trag ein. No risk, no fun. Das ist Regie Bangs Motto. Und wir haben unseren ersten Orden erhalten, Leute. Yep. Genial. Geh wandern nur im scheißen Autoscooter-Fahrer. Nimm vorher aber noch den Nasenorden. Oh, geil, Leute. Also,
nicht. Leider ist der Tag ja völlig sinnlos, genauso wie du. Warte. Hey, den Zitat kenne ich doch gar nicht. Warte, lass dich von Regi. What? Also, an den Scripter müssen wir in der Tat noch arbeiten, aber hat schon kleine, ja, Lacher gehabt, muss ich sagen. Felsgrab haben wir bekommen, kann jedoch keiner lernen. Schade eigentlich. Und wir haben unseren ersten Orden erhalten. Saugeil. Habe mir das bisschen schwieriger vorgestellt bis jetzt. Bis jetzt die Arena, also das Spiel allgemein noch ein ziemlich großer Klacks, finde ich. So, wir haben wohl noch eben von diesem kleinen Professor Buffloof, also von Daniel, noch eben unsere Turbo-Treter ab. Dankeschön und ja. Mami hat dir was geschrieben. Bla 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 bla. So, danke. Ja. Das war's an dieser Stelle, Leute. Danke fürs Zugucken. Also, bis bald, mach's gut und danke für euren Support. Euer Regi. Ciao.